Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS auf die Hot Online Forum. So, ich habe gestern in der letzten Folge gesagt, den Anhänger hier zum Sägewerk gebracht. Da kann man dann unsere Paletten aufladen. Werden wir gleich mal gucken, wie viel Prozent wir haben. Wir sind bei 52%. Also fehlen da nur 48 nach Adam Riese, wie er hieß. So. Den lassen wir hier stehen. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht, den brauchen wir. So, jetzt muss man mal kurz gucken. Arbeitsmodus anschalten. Jetzt muss ich brauchen das Hilfemenü. Weil mit diesem Anhänger bin ich nicht so versiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Genau, so und die Taste B. Noch Stücke vorrollen oder was? So, nochmal B. Irgendwie starrt es die so leicht polnisch da. Den will er nicht. Warum willst du das denn nicht da? Da ist aber angeschaltet. Oder bist du zu lang vielleicht? Das könnte sein, dass der zu lang ist. Dann deswegen den er nimmt. Okay, dann wächst das. Das muss ja wohl rein. So. Machen wir zack, boom. So.
mache ich denn schon wieder für eine Knete? Ich fahre schon nur Knete zusammen. So, lenken wir bloß mal kurz hier um. Fahren wir nochmal einen Kurs ein. Von Kursplay 30 haben wir gesetzt. So. Ja, jetzt fahren wir mal zum Sägewerk nochmal einen Kurs einfahren und hoffen, dass wir da Nikros hängen bleiben. So. Das Menü machen wir mal aus, das stört mich gerade ein bisschen. Die Kurven haben schon mal ein bisschen Bammel, weil da komme ich doch mit dem Trailer hinten doch ganz schön in die Mitte. So. Volles Rohr. Sägewerk ist geradeaus, genau. Das war vorgewiesen. Wollte mich nur noch mal vergewissern, dass wir auch richtig sind. So, dieses Holz werden wir schon mal verkaufen. Dann werden wir den Trailer dann so hinstellen, den manuell mal beladen mit 7 Metern Stämmen. Gucken, kriegt man da ein bisschen mehr rein. So, hier ist wieder lustig. Jetzt muss so weit in der Linie bleiben am besten. So. Ach ja, so ist das mit dem Zirkus. Bum, bum, bum. So, jetzt geht's hier rum. So, jetzt machen wir hier mal ein. Warte, nur vorher weiter. Bleibe hier wieder schön hängen, wie immer. So.
1000 Stück. So. Mal ganz kurz F1. Aber es muss anschalten, war es nicht. Bandgurte lösen und Sattel mal rechts und Y. So, da haben wir schon mal was verkauft. Oh, gab ordentlich Kohle. Einen größeren Wendekreis. Da haben wir's. Sollen wir jetzt noch ein bisschen Baumer machen, das Holz verkaufen, bis wir dann hier die andere Reife haben. Spulen habe ich jetzt nicht so wirklich die Lust. Versuchen wir so, sagen wir, Spulen ein bisschen Spielspaß mir jedenfalls. Und nur am Spulen, Hauptsache man kriegt das Zeug fertig. Im wahren Leben kann man ja ohne Spulen, wo man es gar nicht möchte. Manchmal. Wieder berghoch. Du schaffst es, Schaka. So. Pum, pum. Das war so leck, gerade in der Kurve, das passt immer. Da habe ich manchmal Multiplayer-Spiele in der Kurve, Synchro. Und dann habe ich keinen Multiplayer am Laufen beim LS. Ich krabbel die Nase. Ah, Gegenverkehr. Passt. Speichern wir jetzt alles, nehmen wir erstmal Test. Ne, den T-Test. So. Mal raus zu machen. Ja, da vorne mal beladen. Vorne nehmen wir gleich beladen. 7 Meter Baumstämmen. Werden wir jetzt mal ein bisschen was umholzeln. So, sagt 2 Stunden, eine Viertelstunde vorbei. Sind wir gerade mal zum Sägewerk gefahren und haben das Zeug vertickert.
Wie die Zeit verfliegt. So, und schnipp schnapp. Bäumchen ab, würde ich sagen. Sehr schön tief, das ist gut so. Baum fällt. So, fangen wir an. Oh, hier liegt auch noch ein Stück. Hier liegt auch noch ein Stückchen Baum. Müssen wir dann mal holen. So, gut. Zack. Und so. Jetzt haben wir 7.96. Hier ist der Baum. Müsste passen. Alter, da war es doch schön. So, ich habe gesagt, ich bin letztes Mal etwas besser geworden ist bei mir. Sagen wir jetzt so. So, ich mache ran an den Baum. So.
Menschen Platz zwischen den Rungen kriegen, oder schon wie. So. So, schon mal, dass das Ding so beleidigt. Dann können wir so verkaufen den ersten. So. Haben wir ja wieder richtig viel geschafft. Also ich mache erstmal Schluss für die Folge. Sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und winke winke. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen und ein Abo da. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.